Hast du schon einmal den Begriff MVP gehört oder Minimum Viable Product? Nun, wenn nicht, dann werde ich dir heute das nahebringen und vielleicht ist das auch eine Idee für dich, in Zukunft neue Produkte, neue Dienstleistungen in deinem Unternehmen auf den Markt zu bringen oder vielleicht dein erstes Produkt, dein erstes Startup, deine erste Gründung zu starten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr mehreren hundert Unternehmern dabei, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln oder vielleicht erstmal auf die Straße zu bringen, sprich das erste Geschäftsmodell mit den ersten Produkten oder Dienstleistungen marktfähig zu machen. Und hier kann man natürlich große Fehler machen, vor denen ich dich heute bewahren will. Zunächst mal ein paar Gegenbeispiele, was MVPs nicht sind. Wenn du beispielsweise ein neues Brot, ein neues Brötchen auf den Markt bringst und du investierst sofort viel Geld in eine Bäckerei, in eine Kochstraße, vielleicht sogar in ein Ladengeschäft und das vielleicht in einer super Gegend und dann machst du deinen Laden auf, hast 500.000 Euro investiert, 10 Mitarbeiter angestellt und dann bringst du dein Produkt dann bei dem ersten Tag der Eröffnung über die Ladentheke in das Angebot und die Kunden kommen rein und keiner kauft oder sie kaufen, probieren es und kaufen nie wieder, dann hast du ein Produkt entwickelt, auf den Markt gebracht, was keiner haben will. Das bedeutet, der Test am Kunden, der Test der Funktion des Produkts, der Wirksamkeit, des Schmeckens, des Geschmacks oder der Test im Markt hat nicht stattgefunden. So hast du 500.000 Euro investiert, um dein Produkt getestet zu haben mit negativem Erfolg. Das machen natürlich Profis ganz anders. Egal, ob es ein Lebensmittel ist, ob es eine Dienstleistung ist oder ein technisches Gerät, irgendeine Innovation ist, entscheidend ist erstmal, die Marktnische, die Kunden zu testen, das Produkt zu testen. Und MVP heißt, dass du dafür nicht das Maximum an Geld investierst, was gerade weg muss, sondern dass du einen Weg findest, und der Begriff kommt aus dem Lean Startup, mit dem geringsten Maß an Investitionen, an Zeit und Geld und Menschen, anderen Ressourcen, ein funktionsfähiges Produkt entwickelst, was du dann testen kannst, wo dann die Kunden die Chance haben, dir Feedback zu geben und du das Produkt entweder verbesserst oder auf den Markt bringst oder es einstampfst. Die gleichen Herausforderungen haben auch App- oder Softwareentwickler. Niemand in der App-Entwicklungsbranche würde gleich eine App vollständig fertig entwickeln und mehrere hunderttausende Millionen Euro an Geld investieren oder 3 Jahre Lebenszeit, sondern zunächst wird ein Produkt entwickelt, das nur die Kernfunktion hat, um dann den Bedarf zu testen beim Kunden, am Markt oder generell die Funktion überhaupt testen zu können. Dieser Ansatz gilt aber nicht nur für deine Produktentwicklung, sie gilt genauso auch für die übrigen Ressourcen, zum Beispiel für deinen Teamaufbau. Man spricht also auch vom MVT, dein Minimum Viable Team. Was ist also der geringste Bedarf an Mitarbeitern, Entwicklern, an Fremdleistern, den du brauchst, um dein Produkt marktfähig zu machen, dein Unternehmen auf die Straße zu bringen? All diese Begriffe sind unter dem neudeutschen Begriff Lean Startup oder Lean Gründung zu entnehmen. Aber tatsächlich ist seit tausenden von Jahren das völlig normales Unternehmerdenken, dass du mit einem Mindestmaß an Ressourcen erstmal testest, ob das Produkt überhaupt marktfähig ist, ob da überhaupt Fische drin sind, die Lust haben auf den Köder. Niemand kommt auf den Gedanken, in eine Pfütze 10.000 Regenwürmer zu versenken oder einen Haken zu hängen, um dann zu testen, ob da Fische drin sind, sondern du beginnst mit 1 oder 2. Entscheidend ist nur, dass der Regenwurm da ist und dass der Haken da ist. Entscheidend ist also, dass du weißt, wer dein Kunde ist und dass du weißt, was die Funktion, der Nutzen sein soll. Und diesen Nutzen entwickelst du mit einem Mindestmaß an Zeit, Geld und Menschen. Das heißt aber nicht, dass du nur bei dem MVP aufhörst, weiterzudenken und zu planen. Denn alle Investoren, alle Banken, alle Fördermittelinstitute wollen wissen, ob dieses Geschäftsmodell auch entwickelbar, im günstigsten Fall skalierbar ist. Nicht nur in Deutschland, in der EU, sondern weltweit. Also mach dir auch Gedanken natürlich schriftlich, theoretisch, in einem Finanzplan, wenn dieses Produkt gut ankommt, wenn dieses MVP ankommt, wie es dann auch tatsächlich in den Markt langfristig eingebracht werden kann. Aber das ohne Kosten, ohne fremde Mitarbeiter und auch nur einem geringen Maß an Zeit und deinem Geld. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein MVP zu entwickeln oder überhaupt zu identifizieren, was ist dieses MVP, wann ist es erreicht, beziehungsweise dafür auch eine Finanzierung, meistens Venture Capital oder von Investoren Privatkapital einzusammeln, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch.
Wir arbeiten bundesweit, helfen jedes Jahr mehreren hundert Unternehmern dabei, unter anderem auch neue Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir sind zertifiziert und zugelassen bei Beratungsförderprogrammen. Das bedeutet, dass du auch zwischen 50% bis 100% deiner Kosten erstattet bekommst. Gerne kannst du jetzt einfach das Video auch mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.